Zum Glück nicht, aber ich war schon ein bisschen zusammengezuckt, als da auf einmal relativ in der Nähe Leuchtspur vorbeigezogen ist. Elchibald, du kannst mich nicht abschießen, weil ich tue dir. Ach komm, für ein bisschen was hat's mir noch gelangt gerade. Oh, ich habe eine Spinnwelle auf eine Scheibe, oder sind das etwa Mumpeln gewesen? Oha. Und jetzt ist eine Waffe ausgefallen, einfach so ohne Beschuss. Nee, ich fürchte, da war noch jemand. Oder was, B-Wolf? Was willst du, Karaya? Vorbeigeschossen, da trudel ich mich doch lieber weg. Auch das Trudel wird dich nicht immer retten. Doch. Wobei das echt manchmal übel ist. Das Trudel rettet mich. Wie das Trudel ist bester Freund. Ja, aber ich glaube, das Wasser wird dich auch gleich begrüßen. Das sieht aus. Oh. Vorsicht, da kriegt jemand eine zweite. Was ist denn das? Da ist eine zweite Ferry, Vorsicht. 109. Eine Hurry, eine Hurry 1. Ich muss echt mal nur denken, hier nicht immer mit 100% Sprit reinzugehen. Doch, würde ich schön machen, weil wenn du mit 100% Sprit fliegst, wird es dann leichter für dich irgendwann. Ja, ich glaube, wobei man natürlich auch das Flugverhalten, also dann ist natürlich, man hat ja in der Realität eigentlich dann immer ein anderes Flugverhalten leicht. Also ich denke, so 75% ist doch an sich kein schlechter Wert. Das wird ja auch der sein, den man dann in den Luftkämpfen meistens hat. Oh, Karaya. Sauber. E4N. E4N fliegt er. Naja. Karaya, hast du deine Skins an? Wie meinst du Skins? Skins? Nee. Warum nicht? Nee? Was heißt das? Dann noch so. Ich fliege hier im Skin des JG-77. Das ist auch gut, da habe ich mir auch überlegt. Hast du die drin geladen? Ja, ja. Mach mal einen rein dann. Nö, ich werde, glaube ich, euch dann aushelfen mit Spitz und Hurricane. Hier und Greif. Wir haben es nötig übrigens. Ich muss mir ja noch einen Bui schießen. Oh oh. Ah, zum grünen Abschluss des Tages. Eine genau. Wir sind wieder zu dritt. Vorsicht, eine Fight-Maschine ist auf jeden Fall dabei. Ich habe mir schon einen Neujahrsvorsatz überlegt, nämlich kein Tag ohne Bui-Abschuss. Oh Mann, dein Video funktioniert aber hoffentlich wieder nicht, oder? Okay, von hinten kommt jetzt noch einer rein. Zwei fixen hier unten. Jetzt, wie sind wir jetzt eigentlich? Wie viel blaue Maschinen, besser gesagt? Da, 3 gegen 3 dürften das sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich bin jetzt hinter einem von uns. Oh nein, im Moment ist er 5. Nein, der kriegt gerade 9 von uns. Dann nach 6. Was fliegst du durch? Ich fliege eine 109 E1. Aber wohin sind sie, die Bagaluten? Haben sie gar nicht. Feiges Pack. Ich hab 6. Ja. Ich bin bald da. Ich hab selber grad 6, aber komm mal hin zu dir. Ja. Wer hat hier 6? Yoda und ich hab auch 6. Ich bin jetzt 2. Du bist betroffen. Ich hab ja schon verzogen gerade wieder. Oh, jetzt hat's gerappelt. Ja. Im Pappel. Kraftstoff brennt. Man muss ihn schnell verbrauchen. Da kann nichts passieren. Dann geht's Feuer aus. Wo ist jetzt die 109 hin? Will ich noch ein bisschen schlachten. Ah, vor mir. Meins. Vorsicht, 2 Spitz jetzt, oder Hurrys, was ist bis hier an der 109 dran? Oh, jetzt sind sie erstmal weg.
Also nee, zwei Hurricane, eine. Ja. Wie du brennst, die Sau. Da wollte ich ihn ziehen lassen, fliegt vorbei und was macht die Sau? Aber jetzt steckt er doch auch massiv ein. Und nein, steckt nicht. Jawoll. Jetzt durchhalten, Yoda. Jetzt noch ein Yoda, ich bin das. Wieder rein. Ah, kriegt's einer hängt pink dran. Einer guckt hier noch, versucht sich, hat sich versucht, mich dran zu hängen. Schafft aber nicht. Ja, auch schön getroffen. Hm. Boah, das Kalf war das, ne? Nö, ja, das war ich. Oh, sehr ja, schön. War aber sehr auch schön. Gut. Boah. Das hämmert, wenn die Dinger. Aber das hinterlässt, im 20er hinterlässt absolut keine. Hast du jetzt Probleme gekriegt von den Einschlägen? Ja. Ey, jetzt hat der Revi aber auch verklemmt, Schraubeverstellung. Ich sag mal, es sind gerade 20 mm eingeschlagen. Da habe ich bei Greif keine Beschädigung gesehen. Danach habe ich die kleinen Einschlagen gesehen, auf jeden Fall war Beschädigung da. Okay. Also ich habe auch nicht vorne erwischt, dass er seinen Revi schon verloren hat. Schau mal, das ist ja eigentlich auch schon fast, also nicht tödlich, aber sagen wir mal so, ist ein guter Grund, den Kampf zu beenden. So. Aber klar, diese, ich glaube, die 20er, wenn es nicht gerade die Minen geflossen sind, dann haben die immer noch viel Optik, also weniger, also mehr Optik als Wirkung, aber hauen immer noch fett rein. Hm. Aber ich spiele mir mal so gerade ein mit einer E3, dass man dann schon eher so 4-5 Treffer braucht, um so eine Maschine zwingend runterzuholen. Liegt er da unten noch rum, pro French Point? Jojo, genau. Komme. Direkt an der Spitze. Auf Hallo 1. Um uns einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Da kommt flott was von oben. Ja, schießt mal auf das schwarze Ding, was von oben kommt. Au! Das war über den ganzen Rumpf. Da ist zum Glück nicht viel passiert. Sekundärer Pneumatik-Tank beschädigt. Das war's schon, aber eigentlich wollte ich da ausweichen, ehrlich gesagt. Bis zu spät gesehen. Feindmaschine auf circa Hallo. Da kommt der Feind 110 an. Da ist aber jemand mutig. Ja, die 110 kann auch abgeschossen werden. Alle platt. Vorsicht, unter C kriegt 6. Steigen ist da nicht so eine clever, glaube ich. Eine Lüge. Die 110 ist freundlich oder feindlich? Ich weiß auch nicht, Feind. Ich weiß, was will. Feind heißt rot oder was? Ich glaube ja. Nicht, dass sein Gunner gerade nach mir geschossen hat, bin mir aber nicht sicher. Nee. Oder? Okay. Ah ja, kann das sein. Ich wollte eigentlich die C7 fliegen mit dem Auto-Bitch, die habe ich noch nie groß ausprobiert. Ja, ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Oh, jetzt trudelt er. Na, ja, mein Heckschütze schießt, stimmt. Ja, der hat gerade auf mich geschossen. Weiteres Bild hier übrigens. Dieser Harry, was ist das? Boah, mit den ganzen deutschen Zeichen ist schwer zu erkennen, ey. Harry. Das Licht geht aus. Wir fahren nach Hause. Hat mein Heckschütze mal getroffen? Nö. Gar nichts? Nö. Die sind doch nur da, um da zu sein, sozusagen. Ja. Demotivierend mit diesem Heckschütz. So, ich helfe euch mal. Wenn mir der nicht plötzlich
Drehung machst, dann stolz. Ah, hier, 110 C7 late. Das müsste die doch sein, oder? Das ist sie. Eben hast du mir meinen Pneumatik irgendwas zerhauen und leider aber auch den Piloten minimal verwundet. Ich sehe alles nur noch rot und habe keine Flügel-MGs mehr. Das macht es ein bisschen langweilig. Der garstige Greif. Ist immer noch beim French Point flach. Alles klar, da treffen wir uns immer wieder. Ja, ja, mag ich mal. Jetzt was eine Hurry ist oder was? Schwer zu erkennen, Gekke, aber letztendlich vorher zeigen. Ah ja, Flügel vorne. Also das müsste landen, also da gibt's nichts. Das ist das erste, was man erkennt. Der Pfeil kommt wieder rein, flach. Das. Okay. Ja, ich hab's automatisch. Es kann auch mal passieren, dass man 110 versehentlich abschießt, aber... Also ich bin hier hinter einem, der so ein kleines bisschen fahren zu. Das dürfte ich sein. Ich hab jetzt hier die Hurry wieder dran. Oh, ich komme. Direkt am French Point flach. Komme. Hab abgelassen. Danke. Das ist auch geschmiert. Warum auch immer. Joach, ja, die Ahnung, hatte nur einen leichten Blackout und konnte gar nicht mehr steuern. Ah, von da hat es geklappt, das war wirklich mein Ziel. Das ist immer eine gute Abwehrwaffe, wenn man ja weiß, dass das Gegner ja schnell reinkommt. Also ich konnte noch sehen. Ja, aber dann lässt ja deine, sozusagen trotzdem deine, naja, ich sag mal, Stärke nach oder so, kannst du die man lässt sich gar nicht mehr steuern. Ja, ja, aber das hilft, das ist ein gutes Abwehrmanöver. Wenn jemand schnell reinkommt, den einfach zwingen, also erst leicht. Die 110 kann geschossen werden, ne? Oh, stimmt, da kommt die 110 bei mir rein. Hilfe! Hilfe! Gut, du. Wer ist auf meiner neuen Uhr? Nein, dann komm! Direkt. Und vor allem hätte ich nicht gedacht, dass du viel Reichweite warst, ehrlich gesagt. Alle anderen 109er fliegen einfach davon. Keiner setzt sich bei dir dran. Ja, direkt dran hier. Ich hatte Angst vor dem großen Vogel. Aber wir haben gewartet. Wir haben gewartet. Ist er recht. Aber jetzt kriegt er dafür was. Und hast du vergessen? Vogel. Au! Ich bin auch schon wieder beschossen von irgendwas. Sowieso jetzt im Arsch. Oh. Vorsicht, die 109. Nee, warte mal. Das bin ich nicht. Nee, passt, ja. Ist hier alles so rot hier. Ja, mein Heckschützner, willst du Schweine? Dafür müsst ihr bluten. Oh, war ich, glaube ich. Ich fürchte, der geht nicht mehr. Gefangen. Wie geht denn das? Bitte? Das Ding nochmal so abfangen. Da brauchen wir schon wieder beschossen. Tatsache. Naja, so den Flügel weiter nehme ich. Oh, jetzt fällt der Motor aus. Aber die 110 kriegt noch alles, dass ich noch habe an den Ds. Was hat mich denn jetzt getroffen gerade? Ja. Hab Glück gehabt. Ich hab Kartoffel. Also. Ach komm, der ist total unterfetzt. Da ist noch ein Hurricane von der Darken. Ich glaube, das ist eine. Ich weiß nicht, wie viel oder sonst noch. Nee, zwei. Oder eine Spitfire, der Hurricane. Oh, einer mit Fahnenart. Doppel 6. Na, ich bin schon wieder am Neustart gerade. Ich werde jetzt relativ weit über Wasser stehen, oder? Oh, ich komme nicht mehr weg. Hui, du musst ins Bett. Gar nicht. Ah. Wo seid ihr gerade? Unterwegs Richtung Frankreich. Ja, wie weit noch von der Küste? Was siehst du? Das waren 2-3 Kilometer. Ich hab geschossen. Ich sehe gleich nichts mehr.
leider nicht im Blind. Max. Du bist hinter mir, B-Wolf. Unter mir jetzt, ja. Weit eure Position? Wieder am French Point, hallo. 20 jetzt. 10 natürlich, 10. Okay. Alles klar. Ja, da bin ich auch. Vielleicht sind wir auch auf 20. 110 kommt wieder rein. Oh ja. Diesmal kommst du nicht näher als 500 Meter. Das werden wir noch sehen. Vielleicht über Wasser oder über Land? Ja, über Wasser noch leicht. Relativ nah am French Point. Jetzt bin ich schon ziemlich nah bei dir, Dui. Gar nicht, ich bin bei dir. Nee, ich bin auch bei dir. Nein, ja, wenn ich bei dir bin, bist du auch bei mir, aber... Ihr seid euch nah. Ja, wir sind uns nah. Auf, ja. 110 taucht jetzt auf die Fremdspitze zu. Oh ja. Ja, das war ich. Ja, ich glaube, wir müssen euch alle nochmal schulen. Was? Nochmal schulen? Wir haben ja noch schon die Schulzeit hinter uns. Ich bin auf jeden Fall kein 110. Oh, es war eine Blenheim. Nee, das ist eine Blenheim. Ja, sorry. Was hältst du von der? Ein bisschen Kurven kann ich schon auch, gell? Kurven auch wieder gerade sehen. Kann die Flugzeuge bis zur Perfektion stornen. Und auch wieder abfangen, das wird sich gleich noch. Oh, sehr schön. Dann hier tut sie das überziehen. Ich bin der Überziehmeister. Ich hab den gelben Streif, den gelben schwarzen Streif im Gürtel, in ihrer Team. Ich bin der Meister der Gürtelrose. Der Endziehung. Ei, Karamba. Ui. Ein englischer Überläufer. Aber nach dem Fackling gewonnen. Perfekt. Mitten im Mondfeld steht schon 7 Schalten, ich glaube. Geht man einmal an seiner Steuerung rum und dann wird man sofort angeschossen. Was? Ist wieder eine garstige Switch unterwegs, oder was? Ja, da glaube ich. Ah, an der Küste direkt. Hallo? 100, 100. Ja, bei 10. Zu B-Ball? Oh, ja, an der Küste direkt vorne. Komm mal Richtung Küste, wenn es möglich ist. Na, ich bin bei auf deiner 7. Kaputt. Ja, nicht. Ja, wurscht. Also wo ist jetzt dieses Bitfire? Ich kann über dir, nicht über dir. Also wo ist denn los? 12 Uhr. Oh ne, in deiner 6, in deiner 6. Oh nein, gleich ist es down. Mensch, du. Psychologische Kriegsführung, vermasselt alles. Verdammt, Sound. Er sollte sich in falscher Sicherheit wiegen. Falscher Sicherheit? Der hat doch gegen mich sowieso keine Chance. Ohne Verstärkung. Oh. Einer von uns gerade 6, B-Wolf, ich bin's nicht. Ja, das stimmt. Kommt aber trotzdem zu dir. Doch, ja, ja. Du bist aber es. Aber nur weil ich was gesagt habe, wäre der Mittagsspieler wie einfach vorbei. Und ich weiß, wer es ist. Ja, ich hab euch weitergesehen. Du wolltest auf B-Wolf und mir schon vorbei. Oh, was? Jetzt hab ich beide. Das ist richtig. Das ist keiner. Nur wäre ich an dir vorbeigezogen und dann hättest du dich hinter mich setzen können. Ja, genau, ich weiß nicht. Ohne Problem. Ich kann leider die Klappe dann zu laut. Warte. Leider ist mein Querruder beschädigt. Abschwung. Okay, wir müssen jetzt direkt in eine Rechtskurve gehen. Stark ziehen und wegziehen.
In der Rechtskurve bleiben, aber abflachen. Ich kann ja nicht so viel rumflachen. Noch flacher geht nicht. Ich kam ihn ja schon fast weg. Treffer. Du verfolgst ihn da jetzt hin. Das nächste Mal glaube ich dir kein Wort mehr. Ich hätte die alle abgeschossen, wenn ich nichts gesagt hätte. Trotz beschädigten Querruder. Zieht einer von uns vorne? Ja, ich dürfte ziemlich alles ziehen, was man kann. Spitz, Hurries und Blenheims wahrscheinlich. Schade, das kann ich Kanonen mehr haben. Das wollte ich auch, weil die arme Unschuldige 109 gehen, die keinem was getan hat. Nein! Das war irgendwie ganz komisch. Da habe ich ins Wasser gesetzt. Ah, und ich habe noch eine mitgerammt, aber leider nicht so viel geschädigt, wie es aussieht. Ja, habt ihr die Kollision ausgespielt? Wieder? Achso, das kann sogar sein, gell? Hast Glück gehabt, Karaya. Hast du das Schadensmodell irgendwie, dass es dann doch da einen Einfluss hat, wie du? Hast du das deaktiviert oder irgendwas geändert? Haha, sogar dafür, sogar beim Straighten komme ich dir noch, Karaya. Keine Fongs. Was dreist. So, jetzt kriege ich auch mal 110. Och nee, das ist für mich so, für mich wirklich fliegendes Grab. Im Luftkampf. Ich habe jetzt eine 110. Bist du das wieder, wie du? Das dürfte ich sein. Bist du von der Luft? Ich habe gerade gespawnt, ja. Ja. Wer dreht da hinter mir die Kreise? Hinter mir ist auch noch was. Was ist das Garstiges? Keine 110. Das könnte doch ein Feindjäger sein, ja. Garstige Karaya. Und ist natürlich wieder weit über mir. Da will ich auf mich runterfallen. Sehr gut, sehr gut. So, wo ist das rote Gesock? Einer guckt hier noch fließt auf ungefähr 25. Direkt unter mir. Ja, ich hab einen hinter mir. Wenn jetzt hier rechts ein Spoiler. Victor? Hier gerade auch noch mit etwas am sagen anschauen. Da kann denn der mir hinterher steigen. Vor allem meine Mutter ist am Arsch. Ich habe jetzt Energie verloren. Ne, aber doch, jetzt steigt er nirgendwo mehr hin. Jetzt ist doch kein Flügel mehr. Naja, wie geht denn was? Und kein Flügel. Das geht mit der 110. Ne, ich meine, das sind der Herrschreien. Kaputten Motor. Ja, Karaya-Fall, Fall, Karaya-Fall. Wie, wer raucht denn da? Was? Wer?
du kriegst nicht einen Freund. Ich hab nur einen abgesehen. Die Pläne haben mich da immer noch. Was fliegst du für eine Spitfire Karaya? Also. 100 Oktan? Ja. Ich hab E1 und eigentlich, ich war mir ziemlich sicher beim ersten Mal, da habe ich ein bisschen drauf angelegt, dass du eben einen Treffer landen kannst, aber dass du dann da sofort aus der Kurve raus bist, wieder so nah dran, das hat mich dann doch überrascht. So, Freunde. Machen wir zu, hä? Ich hab zwei Seiten rüber Steuerung. Boah. Naja, lass mal zu Ende kämpfen. Und du kannst ruhig abbrechen, aber ich bin dagegen. Sicher. Nee, nee. Es passiert doch sowieso nichts, außer dass mein Motor gleich ausfällt. Ich werde doch nicht von denen abgeschossen. Ich könnte da nichts. Wehrlos da hinter mir rumkurven. Ich meine, der Angst noch abgeschossen zu werden. Das könnte passieren. Naja, nicht wirklich, ehrlich gesagt, mit dem Status. So. Ach komm. Na, da spring ich lieber mal ab. Auch das wird noch nicht mehr gelingen. Doch. Scheiße. Sieht mal so an eure Hörer, die erkennen. Ich hab grad eine erguckt, da ist das. Es hat eingepolst, aber richtig. Jawohl. Warum kann ich jetzt hier nicht die Flugzeugadapter? Halt drauf! 29 Meter sehen! Halt drauf! Das klingt ja aus, wenn man aus und ich bin. Wahnsinn. Vorsicht, du Arme, mit der 10, da kommt was auf deiner 6 ran. Oh, das Vorwerk fährt raus. Oh. Jetzt schaust du die Juri an. Nicht schlecht. Ach, was ein Spielverdreher. Guck mal die Juri an. Aber lustig. Ja, der geht mir wirklich gut. Nee, er hat gerade noch nachgefahren. Komm, du fängst ihn noch auf, wenn du Kopf noch rum hast. Der schläft nur. Der wacht schon im richtigen Moment noch auf. Nee. Da Stahlrohr raus, guck mal, ob das schon raus ist. Da heißt, das wird eine lustige Bilder machen. Da brannt aber gerade alles, ne? Ja. Vom Flügel bis zum Heck hinter. Okay. Dann mach ich mal zu. Jo. Schön. Auch sowas können wir machen, dass, da kann man die Flugzeuge richtig austesten, was sie können. Mhm. Das macht natürlich Spaß. Ja, man lernt. Ja, vor allem kann man so ganz legal auf den Tui schießen. Ja. Das machst du doch auf Artag auch. Nee, finde ich auch gut. Da kann man anders fliegen. Wie gesagt, Karai, bei dem einen, dass du da dann noch hinten rangekommen bist, hat mich gewundert. Also du warst ja da nicht wirklich gefährlich, aber viel zu nah eigentlich dran. Da war ich mir sicher, weiß, dass du vorbeiziehst und dann nicht mehr so schnell hochkommst. Wie jetzt, wo ich von unten auf dich geschossen habe, oder wie? Lass mal überlegen. Genau, ich war ja erst über dir und dann bin ich mehr oder weniger, jetzt sind wir so aufeinander zu und dann zugeflogen. Und dann hast du ja nochmal kurz... Das natürlich dann später im Video anschauen. Ach, na, also fahr. Kein... Wenn denn die Videoaufnahme Stress bei dir mal klappen sollte. Ja. Oh, Artax sind übrigens auch wieder 57 Leute. Ja, halt den mal. Ich stehe jetzt noch eine Runde Battlefield und dann ist Sensodyne. Okay. Ja, ich bin jetzt auch durch. Naja, da wäre ich halt. Schluss mal vielleicht noch mal Terraria. Ich glaube, da wieder was versprochen, was ich schon wieder bereue.